Hier die Lage des Hotels, nicht weit entfernt von der Autobahn, aber in Höhe von 500 Metern über dem Meer, was man auch von hier nicht sehen konnte. Großes Plus, viele eigene Parkplätze, in meinen Augen für Leute ohne Auto nicht geeignet. Dann gehen wir doch jetzt mal rein. So, wir landen natürlich in der Lobby. Sehen hier vorne zwei ganz kleine Höckerchen. Da ist ein Tisch für Kinder mit Mal- und Bastelbüchern. Auf der linken Seite hier jetzt die Rezeption und man schaut auch nach hinten, ja, in die Lounge. Und links hinter der Lobby ist so eine kleine Bar und da schließt sich dann auch der Essbereich an. Das ist jetzt zur anderen Seite hin an der Rezeption. Hier vorne sollte eigentlich Infomaterial liegen, Arbeitsplatz dann für PC und ein Eis und Chips etc. Automat. Bis wir dann eben zum Lift kommen, wo wir dann jetzt mal ins Zimmer hochfahren. Na, das Übliche eben. Wir wissen mittlerweile, im Express ist Frühstück zwar inbegriffen, aber es gibt im Zimmer weder einen Kühlschrank noch eine Minibar. Jetzt, was hängt da an der Wand? Hinter den Fernseher zu krabbeln, um das Fenster aufzumachen, hat ein bisschen Mühe gemacht, aber wir sind ja gelenkig. Und die erste kleine Bettgeschichte von mir, am ersten Morgen fühlte ich mich tatsächlich wie eine Mumie, denn die Hülle für das Oberbett war doppelt so breit als das Oberbett selbst. Und dann habe ich mich eben ein wenig beengt und eingewickelt gefühlt. Man hat keine Lust mehr dann, wenn man einmal im Bett war, das zu beanstanden am nächsten Morgen aber. Gleich nach dem Betreten des Zimmers beim Abstellen des Koffers ist mir das Ding da an der Wand aufgefallen. Und als ich mir das näher angesehen habe, traute ich eigentlich meinen Augen nicht. Sollte die Halterung für die Fernbedienung sein, die war sowas von versifft, das sah einfach ekelhaft aus. Macht's doch einfach weg! Ja, und wenn man da ein bisschen näher auf die Lampe guckte, war es auch nicht viel besser. Ja, wie man weiß, gehört ja zur Ausstattung dieser Heißwasserbereiter mit ein bisschen Tee und Kaffee dazu. Und als wir uns das erste Getränk bereiten wollten, haben wir festgestellt, dass nach einer Weile das Fach voll war mit Wasser, weil der nämlich nach unten undicht war. Gott sei Dank noch zeitig genug bemerkt, denn ansonsten wäre der Laptop, den wir darunter positioniert haben, in Mitleidenschaft gezogen. Was für ein Glück! So, dann schauen wir uns mal die sogenannte Nasszelle an. Die sah einigermaßen okay aus. Da habe ich aber auch zwei kleine Geschichten zu erzählen. An einem der Tage gab es zum Beispiel bis in die Nacht hinein keine Möglichkeit zu duschen oder zu baden, da es kein heißes Wasser gab. Es gab aber auch ein Bidet. Das wollten wir dann dazu nutzen, unsere Badesachen von dem Salzwasser zu befreien und abzuspülen. Als die im Trocknen lagen, dachten wir aber, das sei unser Fehler. Weil wir während der EM aber das ein oder andere Spiel ansehen mussten, wollten dazu aber auch gerne ein kühles Bierchen trinken, also nach unten und nach einem Eisbucket gefragt, denn wir hatten ja keinen Kühlschrank. Und der ist ja wohl in jedem Hotel. Nein, nicht in jedem. Nein, wir haben leider keinen, aber ich kann Ihnen einen riesengroßen Plastikbeutel geben. Den musste ich dann natürlich nehmen und stand 20 Minuten an der Eismaschine, um ihn zu füllen.
Der ging dann mitsamt den Flaschen ins Bidet. Dieser Lidl macht schon allein aufgrund der Prozessionen der Gäste des Hotels sehr guten Umsatz. Und um nochmal zu demonstrieren, wo wir wohnen, an einem vielbefahrenen Kreisverkehr. Es gibt nichts in der Gegend, wo man zu Fuß hingehen könnte, was einigermaßen nett wäre. Und man kommt auch zu Fuß weder ans Wasser noch in die Ortsmitte, die wirklich schöne Parks hat. Und auch wir haben Lidl guten Umsatz beschert. Gott sei Dank gibt es unten eine Mikrowelle, denn zum Frühstück gibt es nichts Warmes. An Bodenbelägen, besonders Teppichen, kann man immer sehr gut sehen, wie alt ein Hotel ist, beziehungsweise wann die letzte Renovierung stattgefunden hat. Und was wir hier gesehen haben, war schon sehr aufschlussreich. Zwei Geschichten bleiben mir noch. Wie gesagt, während der EM waren wir da und wollten ein Spiel unbedingt sehen. Die Auswahl an Sendern im Zimmer war mickrig. Anders kann ich das nicht sagen. Dann habe ich unten gefragt, ob wir auf welchem Sender wir das sehen können, und sah, dass es in der Lobby unten zu sehen war. Da saßen zwei Leute davor. Dann habe ich gesagt, warum denn hier und warum nicht bei uns? Ja, geht nicht. Lapidar, dann müssen Sie schon runterkommen. Unfassbar. Zuletzt zum Frühstück. Das war nicht knipsenswert. Ich kann es aus dem Kopf her sagen. Anrichte 1, auf der rechten Seite ein kleiner Kühlschrank mit Joghurtbechern. Daneben zwei oder drei Arten von Cerealien. Daneben ein Korb mit süßem Gebäck. Daneben Brot. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Körbe voll mit Brötchen. Die sahen alle sehr gleich aus und an keinem der Körbe war irgendeine Beschriftung, worum es sich handelt. Ich glaube, das ist nicht erlaubt. Dann der Toaster, der ab und an mal in Flammen stand, weil die Leute Brötchen mit Käse und allem Möglichen da drauf legten. Auf der anderen Seite 6 Hängespender mit Marmeladen, einer Schokosauce und Honig. Als ich bei dem Honig nichts rauskriegte, sagte man mir, ja, nehmen Sie da einfach die Flasche raus. Hygiene. Daneben ein Tablett mit immer dem gleichen Käse, der eher weiß als gelb war und nach nichts schmeckte. Daneben dann zweimal Schinken, der sah auch gleich aus, sollte aber einmal Schwein und einmal, ich glaube, Truthahn sein. Der sah schon hell und verwässert aus und schmeckte auch so. Ich glaube, bei Lidl hätte man hochwertigeren bekommen. Dann so ein bisschen Frischkäse und abgepackt natürlich auch Butter und was man da alles braucht. Daneben war dann eine große Schüssel, die war von den vielen Mal nur zweimal voll mit frischem Obst, nämlich Melonen. Alles andere war Obst aus der Dose, Pfirsiche etc. Daneben lagen dann kalte, hartgekochte Eier und dann kam das Highlight. Es gab eine Maschine, die Pfannkuchen machte, so ungefähr Handteller groß. Da war die Schlange immer enorm, weil auch Kinder dabei waren, die sich nicht 3 oder 4, sondern gleich 12 machten. Das ist natürlich auch eine Sache der Eltern. Es ist einfach nicht richtig, dass wenn man mehrere Tage bleibt, es keinen Wechsel in dem Angebot gibt. Vergelt wurde es mir, weil einmal von den mehreren Karaffen Milch, die da standen, eine sauer war. Und ganz besonders, als ich gesehen habe, dass eine von den Damen mit einem Lappen unten Essensreste aufwischte und anschließend eine Tischplatte sauber machte. Geht gar nicht. Mein Urteil muss ich jetzt nicht mehr explizit zum Ausdruck bringen. Es war auch hier oben immer windiger als woanders. Also nehmt euch ein Hotel, entweder zur Stadtmitte hin, wo es sehr schöne Parks gibt, oder unten am Wasser. Ein Tipp noch, diese schöne, informierende und ausführliche Broschüre liegt im Tourist Office aus, hier leider nicht. Hätte uns sehr geholfen. Danke fürs Zuhören und Schauen, jederzeit gern Kommentare oder Fragen.